Hi ho Leute, ich begrüße euch wieder bei Crusader Kings 2, wo wir hier gerade dabei sind, zu erobern. Und er hat direkt schon einen Plan für unsere Intrige, sehr schön. Und wir können jetzt hier mit unserer Zuhilfe hoffentlich, ja... Ja, komm schon, mein, was, wie lange hält der das, ey? Ah, das ist nicht gut. Gut, wir können ja auch ohne Probleme Leute dazu holen, aber... Ich wollte euch das nicht. Wir gehen mal dahin. Wir wollten den hier eine Überfahrt ermöglichen. Oh, und Schottland macht sich da auch wieder unabhängig. Das könnte man gleich nutzen. Ich glaube sogar, das werden wir nutzen und ihn dort einfach verrenken lassen. Ich schicke euch einfach mal nach Hause. Dann kommt zwar nicht alles wieder, aber egal. Und ihr fahrt auch mal weg. Schottland ist ein bisschen wichtiger. Das ist zwar ein netter Ansatz, aber es geht um Schottland. Super Plünderer, ich hasse es, aber Bauern. Das heißt, wir müssen die jetzt erst wieder loswerden. Ihr wartet mal einen Moment und dann geht ihr... Wahrscheinlich hat Schottland gerade Krieg mit... Nee, scheinbar nicht. Wow, gut. Ihr dürft aufgelöst werden. Jetzt müssen wir uns erstmal hier um die kümmern. Ich hoffe einfach mal, dass er das dort weiter schafft für ihn. Da haben wir ein bisschen was beigetragen. Genau, nicht gerade viel. Und die Bauern scheinen dort schon verschwunden zu sein. Oder vielleicht waren es auch nur wieder Plünderer. Ich habe es nicht richtig gesehen. So, wir möchten hier gerne Position beziehen. Und wir möchten uns scheinbar um die Technologie kümmern. Oh ja. Militärorganisation, Schiffbau, Landgriffsausrüstung. Ich glaube, wir nehmen die Militärorganisation. Die Meinung ist jetzt nicht so wichtig. Was jetzt interessant ist, also ihr... Wo genau sitzt du da oben? Keinerlei... Diverse Plünderungsprobleme, aber keinerlei Krieg. Habt ihr Verbündete? Ja, König von England. Schade. Das heißt einfach nur wieder, dass hier der König gestorben ist und da zwei Söhne das irgendwie übernommen haben. Und das zwischen denen aufgeteilt wurde. Das heißt, so leicht kommen wir da leider nicht dran. Schade. Dann müssen wir erst warten, bis die nicht mehr zusammenarbeiten. Gefährliche Fraktion. Ja, denn denen arbeite ich ja schon. Wir haben hier doch hier gerade schon... eine Intrige am Laufen. Wo wir eigentlich gleich einen Effekt erreichen müssten. Wahrscheinlich haben wir immer noch Waffenstillstand mit Wales, oder? Ein Haufen. So, das ist feindlich, wie aufgrund von gegen Wales bis 80, also noch 3 Jahre. Das heißt, das hilft uns in England auch erstmal nicht weiter. Schade. Dann könnten wir überlegen, ihm dort doch nochmal zu helfen. Wenn unsere Truppen hier oben noch deutlich angeschlagen sind, weil wir sie ja letztes Mal nicht vernünftig zurückgeholt hatten. Das ist... Nee, das passt nicht. Ich muss falsch rum. Ich dachte 100 Mann, aber 1500 Schiffe. Das wäre ein bisschen komisch. So rum ist das schon besser. Geben wir den Moment zum Sammeln. Und holen hier vielleicht doch noch ein bisschen was dazu. Ja, wir könnten da jetzt auch noch mehr ins Gefecht werfen, aber das ist mir eigentlich nicht. Welche Krankheiten, blablablub. Aber bis dahin schiff. Da ist es sehr schön. Ja, Bruder, naiver Beschwichtiger. Herzlichen Glückwunsch, Kollege. Aha. Die haben sich jetzt scheinbar alle verbündet. Versuche hier mal ein paar Leute zu jagen. Boom.
Da ist der Plan für die Verschwörung. Und irgendwo hier müsste der nicht mehr Kanzler. Das ist ätzend, denn unser Kanzler war richtig, richtig gut. Wir haben aber, glaube ich, noch jemanden, der ähnlich gut ist. Wie sieht's hier aus? Ja, wir brauchen da nämlich jetzt eigentlich wieder ein bisschen Beziehungsverbessern. Relativ könnte man das auch in Deutschland, aber das ist mir die Mühe eigentlich nicht wert. Denn die sind statistisch gesehen, glaube ich, noch nicht so bedrohlich. Ah, da unten ist sie schon nachlässigbar. Ah, diese ganzen Reiche hier, die sind richtig übel. Ja, gut, unserem Prinz fehlt ein Vormund, ja klar. Probieren wir das mit dir, auch wenn du ungarisch bist. Oder? Nee, nee, das ist zu riskant. Dann nehmen wir lieber den hier. Auch wenn sich dann unser... Ich glaube, das könnte unsere Königin sein, ja. Keine Spur meiner Mittäterschaft. Sehr schön. Jetzt gehen wir hier einfach weiter die Fraktionen durch. Wer ist ansatzweise bedrohlich? Die hier so. Machen wir nämlich einfach weiter. Wir haben sicher schon eine hohe Basiswert. Und vielleicht bekommen wir hier unten den Kollegen überzeugt. Ja, ich glaube es leider nicht. Die mögen mich alle schon unheimlich gerne und das macht es sehr schwer, sie in so eine Intrige mit reinzuziehen. Bei dir könnte man das probieren. Aber du willst es leider nicht. Und hier können wir es probieren. Nee, leider auch nicht. Verdammt. Du könntest noch auf der Kippe stehen. Ah, nee, die hat mir schon heute. Okay. Dann gucke ich mal, ob ich nicht hiervon, wenn man kriegt, dann hier, du zum Beispiel, und du könntest sogar was. So, damit kriegen wir den nämlich auch da rein. Ha. Dich können wir leider nicht mit einladen. Schade eigentlich. Gehen wir einfach mal unseren Hof durch und schauen wir hier bei den mächtigen Leuten. Dich haben wir scheinbar schon gefragt. Aber jetzt ist nicht bei den mächtigen, sondern bei denen, die mich mögen. Die geben vielleicht nicht so viel Prozent in so einer Verschwörung, aber ein bisschen was werden sie jetzt sicher auch beisteuern. Und da wir hier in unserem eigenen Reich sind, können wir das ja zum Glück dabei. So, dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das hier schon mal, das ist ja auch unheimlich viel Geld immer noch in der Hand. Das gefällt mir sehr gut. Das können wir natürlich, wenn wir uns irgendwann mit den Engländern anlegen, durchaus gebrauchen. Dann machen wir mal... Oh, der hat mittlerweile wie viel tausend? Oh Mann. Italiener sind jetzt schon nicht ohne. Ein kleiner Sieg. Wir versuchen einfach mal hier zu erobern, wenn er da oben unterwegs ist. Oder wir holen nochmal mehr Truppen. Kümmern wir uns einfach doch mal drum und machen es richtig. Ah, hat Upland ein bisschen was zu tun. Ja, alle so ein bisschen. Es wird dann zwar doof, die alle einzeln auszuladen, aber egal, kriegen wir schon hin. Meine Übermächtig, dich haben wir wohl einfach mal bestochen. Hier oben noch, ja. Vielleicht haben wir dann auch noch mal ein bisschen mehr zur Auswahl. Ja, und das zum Beispiel, das gefällt mir doch. So. Alle mal hier hin.
Währenddessen könnt ihr schon mal wieder zurück. Denn in der Masse brauchen wir die dann garantiert nicht mehr. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir... Naja, geht direkt weiter auf uns. Das heißt, wir hauen hier mal ab. Scheiße, wir entkommen aber nicht. Das heißt, wir werden da richtig wieder auf die Fresse bekommen. Und er wird uns hinterhergehen. Nicht mehr Kanzler? Auch nö, nicht schon wieder. Dabei haben wir unser Kanzler extra nicht mitgekämpft. Bitte weiterhin vorbei. Wollen wir da Beziehungen klausen? Wir könnten auch mal auf die Idee kommen. Habt ihr denn hier euren Hauptsitz bitte schon da? Beziehung verbessern da unten. So, und hier sind nur 7000 Mann. Das ist vielleicht nicht so cool. Dann holen wir hier noch was her. Langsam haben sie meinen Stolz geknackt. Und das heißt, es gibt auf die Schnauze. Also kommt ihr schon mal wieder weg. Gut, wir können unser Gefolge da nicht mit herholen, das will ich gerade aber auch gar nicht. Wir wollen aber... Ja, da gibt's nichts. Habe ich oben noch ein paar mit her. Und hier die irischen Truppen. Dann müssten wir eigentlich genug haben. Wir könnten nochmal hier schauen. Ja, damit haben wir auf jeden Fall genug. Wir müssen unsere 2000 Mann halt gerade noch ein bisschen verlieren, aber dafür können wir uns dann gleich hinstellen und noch mehr ankommen. So, alle mal zusammenfassen. 17000 Mann. Gehen wir erstmal hier an Land. Und haben genug Moral, um dahin zu marschieren. Gut. Und hier haben wir noch ein paar mehr, sehe ich gerade. Das heißt, die wandern mal dort mit hin. Und dann wandern wir bei ihm rein und hauen ihm so aufs Maul. Hier steht. Ja, will, dass ich es lese, also lesen wir es nochmal. Bauernaufstand. Ist ja wieder so typisch. Wo ist es diesmal? Und warum habe ich euch da gelassen? Jetzt dürft ihr auch wieder nach Hause. Da oben, das geht erschreckenderweise sogar noch, denn da kommen dann nie so viele. Das heißt, wir gucken einfach mal, was wir hier drumherum an Leuten bekommen. Wir sammeln uns mal da unten. Hallo, hier müssten ja einfach noch Truppen sein. Hier vielleicht irgendwo noch im Inland. Ja, da war noch ein Stück. Da können wir jetzt ein paar, die mit Leute nachausgehoben wurden. So. Dann schauen wir uns da jetzt mal an, wie das hier verläuft. Ich meine, jetzt müsst ihr eigentlich mal langsam brechen. Das ist nämlich ein gewaltiger Sieg für unsere Fraktion. Vor allem, weil ich glaube, dass seine eigenen Truppen, also von unserem Verbündeten, längst vertrieben wurden. Aber so können wir die hier schön stückweise auseinandernehmen. Fehlt eigentlich nur noch, dass die Königin irgendwie mitkämpft, dann hätten wir super viel Spaß. Sehe ich aus, ja, da wird, da ist nicht alles erobert. Dann gehen wir da erst einmal noch dahin und holen dort das letzte Restchen. Stimmt, der hat hier stückweise wieder freigekämpft gehabt. Und gucken mal, wie es hier aussieht. Ja, da dauert die Truppenbewegung halt seine Zeit, wobei wir uns auch hier treffen können. Das ist ein bisschen mittiger. Aber ein Schiffstand läuft. Das heißt, wahrscheinlich können wir bald wieder gegen Wales vorgehen. Natürlich nur, wenn wir irgendwie wieder den Krieg da unten langsam beendet haben. Das geht eigentlich nicht geduldig.
So, er haut dahin ab. Muss ich dann ja immer weiter hinterher. Währenddessen mal hier gucken. Da haben wir jetzt wieder ein Stück erobert. Sieg hier oben noch, dann müssten wir das eigentlich bald haben. Organisator. Heiliger Krieger. Ich finde fast, glaube ich, Organisator am besten. Marschgeschwindigkeit und Rückzug. Und vorhersehbare Anführer. Und ihr auch nicht. Ich glaube, wir nehmen einfach mal das hier, weil es lustig ist. Was so gut ist, ist was anderes, aber du bist hier oben geschlagen. Ist dir deine Ruhe. So. Hier sind ein Haufen Krankheiten unterwegs, voll ätzend. Oh, und da oben ist Schottland am Brechen. Das ist jetzt natürlich der Zeitpunkt, wo es heißt, wir müssten eigentlich da hoch. Und vor allen Dingen ist auch der Zeitpunkt, wo ich merke, wir haben hier unten erobert und können hier weiter gegen den vorgehen. Einfach mal hoffen, aber irgendwie... Irgendwie ist das nicht gut hier oben. Super, dann brechen wir den Krieg daher jetzt doch mal ab. Scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Wir werden gelehrter, was einen Bonus auf Bildung gibt. Das hat unsere Bildung verbessert, wie wir es wollten. Sehr gut. Kampffähig, Verwaltung, Trinkfähig, Verwaltung. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Intrige hier? Wir haben aber den guten Batzen zusammen, den könntest du euch langsam mal erfüllen. Außerdem wollte ich unsere Schiffe hier wieder weg haben, weil wegen teuer. Und wir sollten einmal nachschauen. Hier haben wir, glaube ich, keine mehr ausgehoben, ja. Das heißt, jetzt schauen wir mal, wie das hier aussieht. Sind alle untereinander am Krieg führen. Können die Isle of Man erobern. Das machen wir auf jeden Fall. Ich denke, den hier will ich gleich mit den Krieg erklären. So, dann erobern wir zwar, erklären wir zwar mehrere Kriege auf einmal, was immer ein bisschen riskant ist. Andererseits haben wir dann natürlich mehr Möglichkeiten, daraus auch was zu erobern. Deswegen wird hier mal alles, was wir hier unten haben, auf jeden Fall mobil gemacht. Mit Wales kann ich den letzten Rest immer noch später drum kümmern. Und gegebenenfalls wird er nur noch Truppen von anderswo geholt. Ja, die hier sind leider alle noch geschwächt, weil sie mit da unten waren. Was natürlich nicht so gut ist. Holen wir da mal die Isländer auf jeden Fall dazu. Dass auch so ein paar hundert Mann sind, die uns da dann weiterhelfen. Und schauen mal, wie es hier aussieht. Ja, sehr gut. Dass wir hier die 3000 schon wieder zur Verfügung haben, ist eine gute Sache. Dann sammeln wir die mal dort. Oh, Schreck. Oh, Schreck, oh, Schreck. Wir sind gestorben. Jetzt haben wir natürlich einen Haufen böser Fraktionen und einen Haufen Unzufriedenheit. Wie sieht's aus? Wir kriegen erstmal einen Haufen Adlige für ganz viel Geld. Für ganz wenig Geld. Und das nutzen wir bei dem, was wir an Geld haben, einfach mal eiskalt aus. So, dann gehen wir zu dir. Geschenk schicken. Fudumpf. Dann hörst du nämlich schon auf, dich direkt aufzuregen. Wir nehmen euch hier. Schicken euch direkt auf Plündern, denn das brauchen wir jetzt. Beliebtheit. Also hallo Kirchenstaat. Und dann müssen wir mal noch ein bisschen Zeit und Zeit haben zu kümmern. Sehr gut. Wir haben hier sogar Leute, die ziemlich zufrieden sind von uns. Weil doch Leute, die ziemlich unzufrieden sind. Das heißt, hier wird erstmal ganz viel Geld verteilt. Um ansatzweise ein bisschen das hochzubekommen. Und dann muss ich mich um... Na gut, wir haben nur die Titel unseres Vaters übernommen. Das heißt, wir haben hier keinen Haufen an Titel, die wir umverteilen müssen. Die erreichen wir leider nicht. Schade. Was hast du an Problemen mit mir? Königreich von Dänemark. Ja, du bist ehrgeizig. Ehrgeizig ist richtig kacke für mich. Dagegen ehrgeizig kann ich wenig tun.
Hier können wir erstmal... Unsere Intrige und die Intrige unseres Vaters, so gesehen, dürfte eigentlich mittlerweile beendet sein, dadurch automatisch. Was ein bisschen doof ist. Gut, dass wir so viel Geld haben, ey. Jetzt weiß ich, warum ich mir das alles angesammelt habe. Und du bist schon wieder an einem Punkt, wo wir da nicht weiterkommen. Ah, so kriegen wir die Leute doch alle ziemlich gut wieder hoch. Das hält zwar nicht so ewig lang, aber dann haben wir erstmal Zeit, daran zu arbeiten. Zum Beispiel, indem wir zusehen, dass wir Prestige bekommen. Außerdem müssen wir mal schauen, was haben wir hier. Wir sind stolz. Tapfer ist gut. Stolz ist okay, auch wenn es einige verärgert. Wohltätig ist super. Schüchtern ist scheiße und hinterlistig ist auch nicht wirklich gut. Ich hoffe, das wird noch einen Tacken besser. Jetzt sind wir 13. Aha, das ist kacke. Dann verlieren wir unseren Nachfolger, das ist unsere Schwester, das ist unsere Mutter. Wir müssen zwangsweise einige Zeit überleben, damit wir eine Chance haben, das hier weiter zu stricken. Wahrscheinlich war es ein bisschen doof, dass wir selbst im Kampf waren. Denke ich mal. Jetzt werden mehrere hundert verpulvert, um hier Leute aufzumuntern. Und bei dir, wir können keine Intrigen ausführen, dafür sind wir noch zu jung. Ich hole mir aber noch mehr Adlige an den Hof, glaube ich. Sind hier irgendwelche Verschwörungen, die mich direkt bedrohen? Nein, ich glaube nicht. Gut. Gefährliche Fraktion, ja, das ist jetzt ein Problem. Denn gegen den hier kann ich halt erstmal auch nicht viel machen. Ihr seid unterwegs, ja, so gut. Das ist dort angekommen, ihr sammelt euch dort. Was? Die Eigenschaft verstümmelt. Aha. So, wir belagern jetzt zuallererst das, weil das ist ein einzelnes Gebiet. Das können wir am leichtesten von allen erobern. Da sind die Schiffe angekommen. Das ist super. Bus. England hat sich in den Krieg eingemischt. Bei irgendeinem hat sich England mit eingemischt. Gegen den hier. Welcher bist das? Von Clayside. Wir verlieren dafür 200 Prestige und 1000 was Geld. Welches ist Clayside? Das hier. Ich hoffe einfach mal, dass das noch ein bisschen gut ausgeht und wir einfach was erobern können. Clayside ist eigentlich auch nicht so groß. Aber da sind halt jetzt ein Haufen englischer Truppen unterwegs, die uns den Tag versauen können. Ich denke, wir kapitulieren das. Und kriegen wir wenigstens die Engländer wieder da raus. Auch wenn mich das viel gekostet hat. Und das... Clayside war für die Isle of Man, oder? Ach nee, mit der sind wir noch im Krieg. Sehr gut, weil das wäre mein erstes Ziel zu erobern. Die Isle of Man. So. Und dann sind wir hoffentlich irgendwo hier unten angekommen. Wo sind unsere Schiffe zur Hölle? Da sind unsere Schiffe, okay. Weil wir haben jetzt natürlich viel Prestige durch Förder. Wir kriegen unheimlich viel Prestige pro Moment, aber wir brauchen eigentlich mehr. Also auf zum Kirchenstaat und hoffen, dass die Truppen, die wir haben, reichen. Und ja, die kann ich nichts gegen machen, gegen Truppenaufgebote. Ich brauche die Truppen gerade. Da sind zum Teil auch recht große Gruppen unterwegs hier. Es scheint so, als hätte sich irgendwo hier auch noch was mit angeschlossen. Kann das sein? Nee. Okay. Aber wir erobern das dann auf jeden Fall, auch wenn es dauert. Wir stehen da unten auf der Isle of Man und auf dem Gebiet und können das erobern. Und das hier geht sogar recht fix, wie mir scheint. Ah, das sind alles Sachen, die nicht so schlimm sind. Wir sind, was Prestige angeht, schon mal wieder positiv. Wir haben uns jetzt natürlich richtig viel Geld dafür verloren, aber mit dem Herrscher können wir das nicht probieren gegen England. Und Irland macht sich dort unabhängig. Ah, und wir können sie nicht angreifen. Nein. Das heißt, wir müssen jetzt hier schnell gewinnen und hier unsere Truppen zurückbekommen. Und dann zusehen. Was sind sie wieder? Verlobte können heiraten. Schwester, ja.
Er macht das aber auch matrilinear, sehr gut. Weil dann werden Kinder nicht abgehen, sondern bei uns bleiben. Und wir nehmen das Prestige, weil das brauchen wir momentan. Wir könnten die in die Kriege holen, aber das ist so... Das lohnt sich eigentlich nicht. Die werden damit nicht so viel zu tun haben. Was witzig ist, was sich hier alles mit einmischt. Was? Okay, das akzeptieren wir mal. Da muss ich ja nicht im Endeffekt, muss ich dafür ja nicht zwangsweise was machen. Und hier die Schlachten sollten wir eigentlich alle noch gewinnen. Nein, die verlieren wir. Was zur Hölle? Wie auch immer die das geschafft haben. Und da werden wir wahrscheinlich dadurch einfach direkt wieder verlieren. Flüchtet mal zur Isle of Man, dann erobern wir erstmal die. Was ist das denn hier? Das ist das, wo wir uns damit haben einkullen lassen. Soll mir ziemlich egal sein. Mir geht's mehr um sowas hier. Weil wir das erste schon geplündert haben. Und wie viel haben wir? 115. Das ist natürlich noch nicht so viel. Da muss noch mehr Beute her, damit sich das lohnt. Pause, Pause, Pause. Nicht mehr sehr. Nicht mehr sehr ist nicht mehr gut. Wobei ich sollte vielleicht, bevor ich das mache, heilige Männer in den Hof holen für ein bisschen Pietät. Wir haben da zwar nicht so viel von, aber... Vielleicht ist dann jemand dabei, der das besser kann. Ja. Er soll mich bitte schön weiter hier unten konvertieren. Außerdem will ich hier mal schauen. Ja, da haben wir keinen besseren, da auch nicht. Da haben wir jemand besseren. Auch wenn, na, das können wir aber nicht machen, dann ist der verärgert. Da müssen wir warten, bis die politische Lage sich ein bisschen beruhigt hat. Und mir scheint, die haben sich da erstmal zurückgezogen. Erst einmal, wir schauen mal, wie die Truppenbewegung dort weitergeht. Aber scheinbar sind sie dort raus. Und die will leider dafür noch nicht aufgeben. Aber ich versuche hier weiter zu erobern, denn das sind alles Sachen, die sehr schnell gehen sollten. Und hier haben wir auch fast das nächste, das ist gut. Sieg, Sieg, Sieg. Das haben wir, sollten wir dort durchbekommen. Meine einzige Gefahr da oben ist jetzt, dass wir... Dass die sich intern wieder einkriegen. Und das ist nicht gut. Da werden wir erstmal darüber gehen, denn sonst brauchen wir, lohnt sich das einfach nicht. Oh, 2400 Mann, damit kann ich leben. Jetzt plündern wir erstmal so. Und das hier scheint unabhängig zu sein, das heißt, da können wir auch ein bisschen plündern. Ich muss immer schön hier unten auf die Anzeige achten, wenn die Leute bereit sind aufzugeben. Ein Sieg für uns. Ich bin ein guter Junge. Hier haben wir Forderungen jetzt zwingen, 100%. So, das gehört damit mir. Jetzt haben wir natürlich hier wieder ein zu großes Gebiet, aber... Das kriegen wir geklärt. Schwupp. Schwupp. Und an unserem Hof gibt es doch irgendjemanden, der uns sicherlich mag, oder? Ja, auch wenn mich viele nicht mögen. Unser Vasallen ist wahrscheinlich auch wieder abgegangen, ja, aus verschiedensten Gründen. Vor allem, wenn die ehrgeizig sind, ist das so böse. Aber da helfen wir mal noch ein bisschen nach, sobald wir das können. Weil ich dir wahrscheinlich jetzt sagen, kein Geschenk mehr schenken kann. Aber wie alt sind wir? Wie alt sind wir? 14. Das dauert eigentlich noch viel zu lange. Beste verrotten. 300 immerhin. Ich denke, wir werden uns hier gleich vom Plündern erstmal wieder zurückziehen. Und hier oben anlanden. Sieg für uns. Sehr schön. Was ist hier? Ja, akzeptieren wir. Ihr gehört damit nämlich komplett uns hier, die Isle of Man. Jetzt können wir uns gleich hoffentlich weiter mit Connacht beschäftigen, hiermit beschäftigen. Island, Connacht alleine ist es ja nicht nur. So, und ich habe aber auch schon wieder die Zeit vergessen. Ah, eine Sache muss ich noch, nämlich an meinem Hof jemanden finden, der mir den Titel übernimmt. Oh,
Ah, weil ich den Tempel da vergessen habe. So, jetzt aber. Und ihr geht hier schon mal wieder nach Hause. Aber wir werden heute nicht mehr weitermachen. Wir machen euch morgen weiter. Ich hoffe, ihr habt heute Spaß dran gehabt. Ich bin es gerade ganz schön spannend durch den mal wieder eingetretenen Tod. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.